Okay, das ist jetzt nur der zweite Teil vom Video. Also jetzt gehe ich momentan auf die Yield App ein. Also gut. Momentan habe ich ein bisschen Geld hier auf der Yield App. Also ich habe jetzt ein Portfolio von etwa 100.000 Dollar. Also ich habe ein bisschen weniger, als ich auch schon hatte. Also es ist, die Yield App funktioniert relativ gut. Also momentan habe ich über 1.400 Dollar an Einnahmen gemacht. Also sind jetzt so, ja, momentan sind nur 50 Dollar pro Tag. Aber früher waren es mal 100 Dollar. Es kommt eigentlich auf die Menge drauf an, die man drin hat, oder? Also je mehr drin man hat, umso mehr kriegt man, oder? Also jetzt gehen wir mal einfach auch mal die Funktion ab. Also eben, das eine, man kann einerseits die History sehen. Ich weiß nicht, wo war das nochmal? Also hier geht's, ah genau, hier geht's auf die Wallet. Dann ich Deposit. Also das Blöde ist, was ich nicht so mag, ist, man muss genau mindestens 100 Dollar hinterlegen. Oder eben 0,1 Ether. Und wenn man weniger macht, dann funktioniert es nicht, weil einfach, ja, weil es von den Kosten halt nicht so tragbar ist. Das ist einfach von Ethereum halt so. Und die Blockchain, ich weiß nicht genau, wie sie das mit der Blockchain lösen. Aber ich dachte, das sei alles über BitGo Custodian Service gemacht. Aber es funktioniert nicht so, wie man. Oder ich verstehe nicht genau, wie es im Hintergrund läuft. Okay, also momentan habe ich Ether bekommen. Also nicht so 0,05. Also hole ich mal die Reward. Ich kann jetzt hier das redeem. Also hier habe ich jetzt 18 Ether. Jetzt redeeme ich die. So. Confirm. Und dann kriege ich jetzt diese hier auf der Wallet. Jetzt sieht man, das sind jetzt ein bisschen mehr als vorher. Jetzt müsste ich eigentlich theoretisch warten, bis ich 0,1 habe, dann kann ich theoretisch investieren. Also wenn ich jetzt das investiere, wenn ich invest, dann sagt es mir, glaube ich, dass es zu wenig ist. Wenn ich schaue. Ja, genau, also ich muss mir jetzt 0,1 investieren. Also momentan kann ich nicht. Aber was ich jetzt machen könnte, ich könnte jetzt diese Yield Tokens eben kaufen. Das glaube ich, mache ich jetzt mal. Also gut, jetzt tue ich diese Dings, meine Rewards, Maximum. Und dann könnte ich jetzt 100 Yield Tokens kaufen. Das mache ich jetzt gerade mal. Also ich kaufe das regelmäßig. Also jetzt, ja, kaufe ich mal hier etwa 113 Yield Tokens. Und das ist das In-App Swap. Das ist recht praktisch. Also das heißt, ich muss nicht irgendwo zahlen, keine Gewinn, sondern ich kann in der App kann ich das swappen. Und dann habe ich jetzt das geswappt. Also ihr seht, das mache ich auch regelmäßig, das ist jetzt am 12.10. So. Das wird alles schön sauber getrackt. Das finde ich wirklich super. Also später wird man in der Version 2 wird man in beide Richtungen machen das können, dann wird das sehr interessant. Also das heißt, ich kann noch mehrere meine Rewards erhöhen und so. Also das finde ich praktisch. Also das kommt dann noch, oder? Also habe ich bei Yield Tokens das Portfolio. Und jetzt kann ich die eben auch, also momentan sind sie auf Portfolio. Hier generiert es keine Zinsen. Darum muss ich jetzt hier redeemen. Also das kann ich ja alles auf Redeem machen. Dann kriege ich es nachher auf meine Wallet. Und auf meine Wallet tut es dann mit 10% pro Jahr staken. Also ich bin momentan eben ich weiß nicht genau, sie haben gesagt, sie wollen das irgendwie noch verbessern, dass man es automatisiert, aber bis jetzt sieht man noch nichts. Und auf jeden Fall, es sind Verbesserungen in Arbeit. Und also dann sieht man, hier habe ich etwa 23.000 auf meinem Wallet. In meinem Portfolio habe ich 100.000, also gesamt habe ich irgendwie 123 Dings. Und also ich muss eben mindestens 20.000 haben, das habe ich. Also jetzt sind es 32.000 Tokens. Oder, und dann hier habe ich jetzt eben Dings. Etwa 100.000 investiert. Ah, hier habe ich ja die Tether. Also hier habe ich noch Dings, eben die USDC bekommen. Die kann ich jetzt auch einsammeln. Also ich muss dann einfach meine Rewards einsammeln. Kann ich redeemen. So. Dann kann ich jetzt nochmal swappen. Das sind nicht USD-Tether, sondern USDC. Dann kann ich dann die Rewards collecten, Maximum. Ich habe so noch 8 Dings. Und wichtig ist einfach halt der Preis von Yield Token. Also ja, Yield Token ist momentan bei 0,37 Cent und momentan ist es so, sagen wir mal, es gibt so eine Konsolidierung, oder? Das heißt, momentan, also man muss das ein bisschen so anschauen wie Celsius. Also momentan gibt es immer so ein, also das Ding wurde halt im Dezember gelauncht, also da war es sehr günstig und momentan könnte das richtig groß sein. Und jetzt die Frage ist halt, wie es jetzt in den nächsten Wochen wird, also, wenn die Daten sehr gut sind und dann mehr Leute Yield Tokens akkumulieren,
dann steigt eigentlich grundsätzlich der Verkaufsdruck, aber auch das ist eben nicht so klar. Also darum finde ich es gibt ein bisschen ein paar Flaws in der Planung von den Yield Tokens. Das heißt, theoretisch können auch die Leute, sobald sie mal 20.000 Yield Token haben, verkaufen die Leute die Token und akkumulieren eigentlich nicht mehr. Also wenn jetzt die User nicht extrem viel mehr steigen, dann gibt es eigentlich keinen Kaufdruck. Das ist bei Celsius besser gelöst, oder? Und darum, ja, theoretisch kann man sich damit unterhalten, aber ich schaue mir einfach als Vergleich eben Celsius anschauen. Also per Celsius ist es eben anders. Da geht es eben man kann sich das so vorstellen, wie man einen Wasserball unter Wasser drückt. Und dann, wenn es lange so bleibt, dann akkumuliert man sehr viele von diesen Zell-Tokens und dann steigt der Kurs eigentlich, weil der Kaufdruck die ganze Zeit permanent steigt. Also je länger man Wasserball unter Wasser drückt, umso eher drückt es nicht. Und das sieht man bei Celsius sehr klar. Also es gibt dann diese Phasen, hier akkumuliert man dann und dann pusht es dann nach oben. Hier akkumuliert man wieder und dann pusht es nach oben, akkumuliert man wieder, pusht es nach oben. Das wird bei Celsius permanent so sein. Und ich denke mal, Celsius könnte der sicher ein Top 10 Token werden. Und also bei Celsius bin ich sicher, dass die größer als die UBS werden. Und das will schon was sagen. Und bei Yield App, es ist halt kein Lending, aber es ist eine gute Lösung, oder? Im DeFi, oder? Also ich mag es eben, weil sie relativ viel Content bringt. Also der Dings. Also nicht nur, einfach nur, ja, gibt uns das Geld oder so, sondern auch, hier werden gute Berichte, also hier ist ein Beginners Guide für DeFi, wo eigentlich alles plus minus gut erklärt ist. Also den finde ich sehr gut für Anfänger. Also für Leute, die nicht so auskennen, ist das sicher mal ein Anfang, oder? Also ich mache das DeFi schon ziemlich lange, oder? Also ich gelte jetzt eben als Degenerated. So nennen wir uns. Oder? Das heißt, also Leute, die sich nicht auskennen, ist sicher gut, mal diesen Ding zu lesen. Oder? Das heißt, man kann es downloaden und so. Und da eben, also ich weiß, der Sabta und der Dings, der Tim und dann, das Problem ist, die meisten vom Team sind anonym, aber das ist eigentlich no normal. Also solange der CEO bekannt ist, ist es nicht so ein Problem. Und die Erfahrung vom Team, denke ich mal, also sie kommen sehr professionell rüber. Also ich habe jetzt nicht so viele Dings. Also ich sehe zum Beispiel die Leute, die dabei sind, aber also zum Beispiel Dings. Man sieht zum Beispiel, wer Admin ist. Also der eine ist, glaube ich, der Jan. Den finde ich eigentlich auch ziemlich nett. Also das Team finde ich sehr professionell. Und das heißt, und dann sind hier auch Dings. Also wenn ich irgendwas frage, so wird eigentlich relativ schnell geantwortet. Und ja, das ist jetzt momentan, die Admins sind jetzt der Sabta, Martin, also die Christine, der eine, glaube ich, heißt irgendwie Jan. Ich weiß nicht, ob der jetzt weg ist. Mal schauen. Sieht man das? Das heißt, man kann theoretisch mit jedem von diesen Admins kann man sich unterhalten. Also falls ihr irgendwann mal Probleme habt, könnt ihr euch direkt an die Leute wenden und die helfen euch eigentlich relativ zuverlässig, oder? Also ich habe jetzt zum Beispiel besprochen, ja, wenn sobald mal mehr Daten rauskommen, werde ich ein Video machen und das mache ich jetzt, oder? Das heißt, diese Yield-App, vorher, ja, war es eigentlich nicht so praktisch. Also ich habe jetzt auch so, ich tracke selber noch auch Daten, also ich habe so mein kenianisches Forschungsteam. Das ist eigentlich für mich. Also ich track vor allem Launch Pool und dann auf Launch Pool track ich dann auch die Yield-Daten. Also ich habe eben die Kenianer, die das für mich machen, oder das heißt, wie sich der Token plus minus entwickelt. Also momentan, ja, was soll man sagen? Also das heißt, Yield App hat sich am Anfang sehr gut entwickelt im Januar, im Februar, März meine ich, sorry. Da sind die User gestiegen. Und dann gab es mal einen Peak, also das war jetzt so hier, 20. Und jetzt momentan ist es ein bisschen am stagnieren, und das weiß ich nicht warum. Also glauben die Leute nicht mehr ans Projekt oder was ist da im Gange? Oder das heißt, das ist das Geile ist eben bei Dings, es ist alles sehr transparent. Also Yield, ELB, ja, genau, hier. Also hier kann man theoretisch alles auf der Blockchain tracken. Also momentan sieht man genau, hier gibt es ein bisschen rund. Das ist die große Frage, was geht jetzt eigentlich genau ab? Also momentan gibt es nicht weniger Hodler und ist das jetzt, weil die Leute das Geld jetzt auf die Dings
schieben, also dass die Leute es auf die Wallet schieben. Also ich gehe noch ein bisschen auf was an. Okay, also hier habe ich noch einen anderen Datenpunkt. Also ich tracke auch die Treasury. Oder das heißt, es gibt sogenannte, sagen wir, so eine Schatzkammer. Und dann ja, sieht man genau, wie viel Geld da ist. Also man sind über 20.000 Yield Tokens in der Treasury und dann 500 Tether. Und dann das eben, man muss ein bisschen Mathe nutzen und dann kann man theoretisch eigentlich sehen, was eigentlich passiert. Also, und dann wurde hier vor 5 Stunden wurde ein Contract approved. Und ja, momentan ist ein bisschen alles auf Pending, oder? Ich muss mal schauen, ob sie, wie viel haben sie Gas-Fee bezahlt. Und ich nehme, sie haben zu wenig bezahlt. Also sie haben irgendwie nur, ja, das ist ein Pseudo. Also sechs Gas-Fee. Diese Transaktion geht nie durch, oder? Da frage ich eben auch, ja, was machen die eigentlich? Also das kann ja nicht durchgehen. Und hier, ich frage mich genau, was sie genau machen. Also, und das da, das geht wahrscheinlich auch nie durch. Und dann die Gas-Fee sind auf 300. Und das ist ein bisschen, ja. Also mit dem Problem haben wir ein bisschen momentan zu kämpfen. Also hier, die Transaktion ist vor 43 Minuten Dings approved worden. Also die wurde jetzt mit 300 Dings. Und damit haben wir eigentlich alle zu kämpfen, aber weil die halt viel, viel mehr Geld verwalten, müsste es eigentlich nicht so ein großes Problem. Also okay, das ist jetzt auch nicht so viel, das sind jetzt nur irgendwie etwa 50.000 Yield-Tokens. Also, das heißt aber, momentan ist für mich der Vorteil, wenn ich das in der App mache, spare ich halt die Gebühren und dann. Ich weiß nicht, wie sie das mit den Gebühren machen. Werten sie es eigentlich auf alle um oder wie, das ist noch nicht so ganz klar. Aber die Treasury müsste eigentlich genug groß sein, dann könnte man das Problem eigentlich einfacher lösen. Oder? Okay, anyway. Also, jetzt gehen wir mal so auf links, noch ein paar die Daten. Also eben die User nehmen momentan ab. Also ich track vor allem Launch Proof an, also so mit den Hoodlern. Und eben die Daten. Jetzt gehen wir mal auf, was haben wir noch? Also das ist die Token Metrics von L-Pool News, Yield App News. Also hier. Also eben, hier werden auch die Dings, die Daten regelmäßig getrackt. Also ich track eigentlich hier so ziemlich alles. Also hier gab es einen Giveaway. Auf Sushi gab es ein Dings. Also es wird auf jeden Fall was gemacht, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass sie jetzt momentan die Version 2 rausbringen und das ist irgendwie noch nicht so ja, vorher war es eigentlich so, dass viel geliefert wurde und wenig versprochen ist. Momentan warten wir ein bisschen, oder aber theoretisch, man weiß eigentlich immer, also gute Kommunikation ist eigentlich relativ wichtig, aber auch zum Beispiel bei Celsius dauert es eigentlich immer ein bisschen länger, als man eigentlich erwartet, oder? Und lieber, ich habe lieber, wenn sie länger brauchen, als wenn sie irgendeinen Scheiß machen, das dann nicht richtig funktioniert. Also die deutsche Gruppe ist relativ klein. Also da kann man sich theoretisch auch unterhalten. Also hier zum Beispiel Leonidas, das ist nur ein Freiwilliger und ist jetzt nicht ein Mitarbeiter, sondern er ist eigentlich ein Projektbegeisterter. Das gibt bei Celsius zum Beispiel auch. Also gut. Und dann gibt es Leute, die sich vor allem auch auf Trading fixieren. Und dann, ja, da gibt es dann Leute, die glauben, der Token ist scheiße oder so. Aber ich persönlich finde den Token wirklich gut. Also so Dings. Und man muss nicht wirklich auf den Preis schauen. Also wenn man so long-term investiert, spielt eigentlich der Preis keine Rolle. Man akkumuliert ja eigentlich mehr von diesen Tokens. Man kriegt ja die Hälfte, also kriegt man eigentlich in Yield Tokens, die andere in zum Beispiel USDC oder Ether und so. Und eben 20% in Ether ist extrem viel. Oder das heißt, wenn ich zum Beispiel hier jetzt auf die Dings, sagen wir, gehen ich auf Yearn Strategie gehe, dann hat man jetzt nur auf dieser Yearn Boost Ether hat man 50%. Und wenn man nur auf Ether geht, dann kommt man relativ schwierig auf mehr. Also hier haben wir nur 3%. Aber und wer gibt dir mehr als 3% auf Ether? Also wenn man staked Ether, kriegt man unter 12%. Also zum Beispiel einfach so im Vergleich mit den ganzen bekannten Protokollen, also sagen wir mal, also Swissborg zum Beispiel.
Swissborg zum Beispiel, wenn man Ether hat. Also da wurde ein bisschen mehr versprochen als geliefert. Also momentan reden wir von theoretisch 18%, aber geliefert sind eigentlich weniger. Also das ist halt so, oder? Also hier momentan wird momentan eigentlich geliefert Dings 7%, oder? Das heißt, hier sind auch die Users, oder? Das heißt, das sind jetzt 40.000 Users, die das staken. Und dann, ja, hier reden wir von 3%, oder? Das heißt, also beklagen kann man sich bei Yield App nicht, oder? Und schlussendlich machen fast alle das Gleiche, es kochen alle mit Wasser, oder? Und das ist jetzt ein Mix eben aus, ich denke, die machen jetzt eigentlich nur Yield Farming, oder? Das heißt, ist bekannt. Celsius selber, die machen noch was anderes, die machen halt Dings, die machen halt Lending, oder? Vom Ding her eigentlich ein bisschen anders, oder ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen, man nimmt ja Kollaterale und Leid, aber DeFi funktioniert auch so, einfach halt dezentral und nicht so zentral, oder? Und dann hier kriegt man 6% und eben, das heißt, allein schon mit den 12%, die man einfach als Low-Level-Tier-Mitglied ist, ist schon ziemlich, ziemlich viel, oder? Und wo kriegt man mehr? Also bei Staking. Also jetzt gehen wir mal auf Curve. Okay, einen Moment. Also auf Curve momentan sieht man. Also hier ist eine Ether-Strategie und dann kommen wir theoretisch. Also hier auf meinem Base-API ist 0,02. Und dann, wenn man auch auf den Rewards stand, ist ein bisschen mehr. Also, es geht davon aus, dass sie jetzt so eine Strategie fahren, oder? Das heißt, dann können sie, weil sie noch viel mehr Vermögen, können sie eigentlich noch auf diesem Curve können sie noch verkaufen, können sie noch ein bisschen mehr Reward holen. Und darum sollten sie eigentlich 20% locker erzielen, oder? Also, ich kann das nicht, weil ich nicht so viel Vermögen habe. Und ich denke, so mit 140 Millionen sollte man die Curve-Strategie eigentlich noch weiter optimieren können. Also ich weiß nicht, ob sie zuerst auf Curve und dann auf Yearn machen und dann von Yearn dann die Reward restaken. Das kann auch sein. Also das Ziel ist eigentlich Zinseszins zu generieren und das denke ich machen sie relativ gut. Und für mich ist einfach der Vorteil, ich muss einfach nur Geld hierher schicken. Das heißt, wenn ich mal irgendwie 90 Ether parkieren will, dann kann ich das einfach hinschicken und dann kann ich jederzeit rein und raus. Das finde ich sehr praktisch. Wenn ich immer einen Smart Contract mache, ist es ziemlich teuer. Das heißt, ich zahle einfach so viel Gebühren und ich mag einfach sehr, wenn ich einfach schnell rein und raus. Weil theoretisch könnte ich bis zu einem gewissen Grad könnte ich mehr Rewards erzielen, maßen ja nicht. Also wenn ich Long Term investiere, dann ist es besser, wenn ich selber das, glaube ich, eher dann mache, wenn es gerade reinvestiert ist. Aber so momentan, also ich finde es einen guten Trade-off, oder? Das heißt, also zum Beispiel hier sieht man zum Beispiel, ich habe zum Beispiel irgendwie mal 80 Ether hinterlegt, das habe ich dann withdrawt, oder dann habe ich, wie sieht man das, hier habe ich wieder gedeposit, das waren dann jetzt so 90 Ether. Also es geht rein und raus und dann zahle ich halt immer ein bisschen Gebühren, oder? Und ja, wenn man withdrawt, hier sieht man genau, es kostet dich genau diese Gebühren, die ändern sich manchmal, oder? Also hier finde ich ein bisschen teuer, 30 Yield. Also ich finde, das müsste man ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man es runterschreiben, aber es sind schon irgendwie halt $20, oder? Und ja, es sind halt die Smart Contracts, sind eher dem, hier sind es auch $20. Doch, es ist was durchgehend $20. Kann man halt nichts ändern, oder? Also eben, wenn man mehr als $20 erzielt, dann lohnt sich's, oder? Und da muss man irgendwie schauen von den Gebühren her. Jeder muss halt selber für sich schauen, dass es für ihn stimmt, oder? Also eben, die Funktion von der App, also ich finde die App auf jeden Fall Hammer, also es erspart mir extrem viel Arbeit, oder? Und anstatt dass für Leute, die sich mit DeFi gar nicht auskennen, ist es sicher besser, oder? Also lieber hier das Geld hinterlegen und das für dich arbeiten lassen, es ist bis zu einem gewissen Grad für sich, also müsst ihr selber ein bisschen Due Diligence machen, das gehe ich jetzt nicht so wirklich ein. Und ja, eben, also ich verdiene relativ gut Geld, also ich kann Geld wie kurzzeitig parkieren und kriege dann Rewards. Also ihr müsst das so sehen wie so ein Taggeldkonto, oder?
Also wenn ihr mal Geld einfach so liquid übrig habt, könnt ihr das einfach hier hinlegen. Es gibt einfach mehr für euer Geld als sonst irgendwo. Also das heißt, also wenn ich jetzt Ether und Yield auf Ether zu bekommen, ist relativ schwierig. Also das heißt, bei Celsius kriegt man es auch, aber hier kriegt man ein bisschen mehr. Und dann kann man einfach schauen, wo hat man lieber das Geld. Und ideal ist, man hat überall ein bisschen etwas. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie diese $100,000 jetzt irgendwie verliere, wäre es nicht allzu schlimm. Und das heißt, würde mich jetzt, ja, es würde mich schon ein bisschen kratzen, und es aber jetzt nicht so, dass es ein Weltuntergang wäre, oder? Also gut. Also eben, das Vertrauen ist da, und dann müsst ihr selber sagen, ja, wie viel vertraut ihr einer Firma, oder ihr könnt es da auch selber irgendwie auf Dings, auf MetaMask oder auf zentralen Exchanges. Also ich habe zum Beispiel auch Geld auf zentralen Exchanges. Mal schnell auf das ein. Also ich habe jetzt auf Liquid. Also Liquid zum Beispiel hat jetzt auch ein tolles Protokoll rausgebracht. Also die haben einfach Dings, die einfach Celsius-Integration gemacht, und das läuft eigentlich sehr gut. Also gut. Das müsste, glaube ich, in das Feature müsste, glaube ich, irgendwas mit Earn heißen. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Ah, hier Earn, ja, genau. Also ich habe jetzt nicht so viel Geld, weil ich weiß ja, es gibt's erst seit neuem, und hier kann das Interessante ist, kann man einfach Geld hinterlegen auf Liquid, und dann kriegt man eigentlich in der Regel, glaube ich, so, ja, eine Zeit lang habe ich es gesehen, wurde es eigentlich so laufend Dings akkumuliert. Also das heißt, ich hätte so die Zähler hochgezählt am Montag, und ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, ob sich das jetzt täglich ändert oder so, aber auf jeden Fall, ich weiß, bei Celsius kriegt man die, ah doch, jetzt hier springt es dann so wirklich, also es wird dann, ich weiß nicht, ob es das durch den Dings, ja doch, es springt ganz langsam hoch. Also warten wir mal ein bisschen, dann schauen wir mal auch auf danach hier in den ja genau, es springt ganz, ganz langsam. Also das finde ich genial gelöst. Also, die Person, die da gearbeitet hat, hat wirklich viel tolle Arbeit gemacht. Also sie sind besser als noch Celsius. Also das finde ich auf jeden Fall gut. Also für Leute, die mich unterstützen wollen, müsst das nicht. Also momentan habe ich jetzt hier $20 an Rewards bekommen. Oder das heißt, wenn ihr gerne meinen Referral-Code benutzen könnt, wäre super. Oder das heißt, ich hänge ihn dann einfach an. Also hier würdet ihr dann sehen. Also der Vorteil ist, ihr könntet so wie bei Celsius Geld verdienen, aber ihr könnt es auch jederzeit swappen. Das ist der große Vorteil. Also es gibt schon ein bisschen Gebühren, aber ihr könnt es theoretisch schon. Bei Celsius, das In-App-Swap kommt dann wahrscheinlich in den nächsten, denke ich mal, also ein, zwei Monaten. Also eigentlich war es jetzt schon langsam versprochen, aber ja, man weiß halt nicht genau, wie lang es dann effektiv dauert, oder? Also momentan, ja, das Fazit ist Dings. Es braucht halt Arbeit, und ich habe lieber, dass ein bisschen länger dauert, aber es gut ist und nicht einfach so irgendwas dahergewurstelt ist. Also das heißt, wir schauen. Also zum Beispiel Crypto.com. Also Crypto.com ist halt extrem bekannt, weil sie halt unglaublich viel Werbung gemacht haben. Also das heißt, die haben richtig viele Users und so, aber also bei Crypto.com, wie soll ich sagen, also ich fühle mich ein bisschen verarscht von Crypto.com. Also es wird einfach viel, viel Werbung gemacht. Und ja, und also haben sie 900 Mitarbeiter. Also sie haben anscheinend 10 Millionen User. Sie haben jetzt momentan die höhere Versicherung bei BitGo gemacht. Ja, also ich weiß einfach nicht, ob bei Crypto. Also ich weiß nicht, viele Leute vertrauen ihnen, oder? Und also das ist das Advisor Board, das ist der Chris. Und dann die Founder, also von denen kenne ich jetzt plus minus eigentlich niemanden. Und ja, also das ist eben interessant. Das Ding, also das Team ist eigentlich, bis auf den CEO, ist es, würde ich mal sagen, sehr asiatisch angehaucht, oder? Und was soll ich genau sagen? Also man bekommt nicht so viel vom Team mit. Also es ist weniger transparent als Celsius, oder? Das weiß ich nicht, ob das was Gutes ist oder nicht, oder? Und ich gehe jetzt davon aus, wenn ich so die Team, also ich weiß nicht, ob jetzt die
Sie ist nicht so mit Familie, also ich weiß nicht, ob der Jason Law und der Dings der gleiche Familie ist. Das kann man nicht sagen, aber denke, also bei Asiaten ist das schwierig, weil die haben oft den gleichen Nachnamen. Also im Yield-Up ist weniger transparent, aber dafür hat man mehr Upside, oder? Das ist das, also, wo dann hier gehen wir davon aus, ihr sind nur etwa 76 Millionen, oder? Die Market Cap ist ein bisschen mehr diluted Dings, also 200.000. Also wenn das so groß wird wie Celsius oder Crypto.com, dann reden wir von einem Milliardenunternehmen. Und das heißt, also jetzt gehen wir mal ein bisschen Dings. Also Celsius selber, ist es noch unter den Top 80 oder nicht? Ja, es ist gerade 82. Also Celsius ist jetzt momentan, sagen wir mal, also ich rede jetzt bisschen mehr als, also es ist sicher, diluted ist es 5 Milliarden wert, der Market 1,6. Das ist eben so eine Streifung, weil die Celsius Users gehen von weniger aus und das ist einfach wie auch Dings anders berechnet. Also Crypto.com ist ein bisschen höher, glaube ich, im Ranking. Wo ist es? Crypto.com ist, glaube ich, fast unter den Top 20 oder so. Hier, nein, doch nicht mehr. Also, ja, Crypto.com, also ich denke, es wurden viele Leute, ja, fühlt man sich verarscht oder nicht? Also, wenn man so die Charts sieht von Crypto.com, ist ein bisschen so durchzogen. Also, am Anfang, ja, ging es relativ hoch und dann gab es eine Situation und dann, hier wurden ziemlich viele Leute, haben sich verarscht gefühlt. Also, das heißt, jetzt momentan ist es ein bisschen besser mit ein bisschen, sagen wir mal, dezentral oder so, aber es ist einfach so, die meisten Token, und es sind sehr viele Token, das heißt, ihr redet hier von 30 Milliarden Token, das heißt, im Verhältnis zu Dings, zu Celsius und so, also ist das, die Frage ist, ist es teuer oder nicht, ist es genug Value, oder? Also der Crypto-Token ist eine eigene Ökonomie und ich bin es nicht, ich entscheide nochmal, ich investiere, aber momentan, ja, es ist mir zu wenig transparent. Also für mich ist es, ich weiß nicht genau, ob sie überhaupt Gewinn machen, wie viel Gewinn sie machen, und das fehlt mir alles. Und das heißt, das ist mir einfach zu wenig transparent. Darum, ich habe jetzt da nicht wirklich investiert. Und dann die andere, die ist das Lending, das macht noch Nexo. Also Nexo ist noch viel weniger transparent, oder? Und da kann sich jeder selber entscheiden. Also, wenn man den Chart ansieht, sieht es eigentlich gut aus, aber es könnte ja schon ein Pyramidensystem sein, oder? Was einfach, es ist einfach zu wenig transparent da, oder? Also bei Nexo, einfach so zum Vergleich. Schauen wir mal die Dings Reward. Also früher haben sie nur auf Stablecoins Zinsen gezahlt. Und jetzt momentan, da haben sie 15 Milliarden Assets an den Menschen. Also sie haben eigentlich so viel wie Celsius. Das ist interessant, oder? Das heißt, 1,5 Millionen User. Stimmt das nicht? Kann man das überprüfen? Kann man leider nicht. Also das heißt, da gibt es keine Verifikation. Also das heißt, hier haben wir so ein paar Dings, also diese Nexo-Card, also ich glaube nicht, dass das Ding irgendwann mal kommt. Also ich weiß nicht genau, ich bin irgendwo in der Warteliste und so und dann da warten Leute schon ewig drauf, oder? Das heißt, das finde ich jetzt ein bisschen schlecht vom Marketing hier, oder? Alle warten auf die Karte und dann, also die Bewertungen so, kann man dem Anthony Trendchef trauen? Das ist eine andere Frage. Also, Nexo ist natürlich auch in der Schweiz registriert und so, aber das heißt noch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Scam ist, aber es gab auch schon bekannte Projekte, wo ein Scam wurde, auch wenn es riesig bekannt wurde. Also hier kriegt man jetzt auf Ether 8%. Das heißt, man kriegt weniger, oder? Das ist aber auch Lending, oder? Wie sie den Gewinn erzielen, das ist nicht klar. Da wird nicht viele Dinge. Das ist einfach. Also ich mag lieber möglichst Sicherheit und Transparenz. Und das habe ich zum Beispiel bei Dings, bei Celsius auf jeden Fall. Bei Dings Yield App mehr. Also das heißt, je mehr Infos, also das Risiko entwickelt sich immer aus dem Wissen. Je mehr ich weiß, umso weniger ist das Risiko. Und das Risiko entsteht nicht durch, dass ich in Krypto investiere oder in Ether. Das Risiko wirklich das Unbekannte. Und das
Das hat man eigentlich immer, oder? Hier, nur dann hier, wenn überall, also auf Stablecoins zahlen sie 12%, auf Bitcoin 8%, und dann können sie das garantieren oder nicht. Also irgendwann wird dann einfach so wie bei BlockFi und geBlockFi, oder dann, also BlockFi ist dann schon lustig vom Namen, also das kommt schon irgendwie, ja. Also BlockFi hab ich wie eigentlich kein Vertrauen. Das heißt, immer wenn irgendjemand etwas macht, wo ich ihnen gesagt habe, ja, ist nicht im Interesse vom Kunden, ist nicht egalitär, also von den Werten her, dann ist es für mich eigentlich ein No-Go, oder? Das heißt, ich rede ja von sogar den Red Flags. Also bei Yield App habe ich jetzt noch nicht Red Flags. Also es gibt immer Red Flags, wo man dann, ja, und so überlegen, ja, will man da Geld hinterlegen oder nicht. Und bei Yield App sieht es momentan relativ gut. Also sie haben Corporate Onboarding gemacht, das läuft eigentlich gut, das ist ein wichtiger Teil. Und eben, dieses Dings, es ist bis zu einem gewissen Grad versichert, oder? Da müsst ihr selber Due Diligence machen. Es wird relativ regelmäßig Dings kommuniziert. Also nicht so häufig wie bei Celsius, aber auch, man kann sagen, da wird häufig kommuniziert. Also ich weiß nicht genau, am Moment sind alle auf Dogecoins drauf, und dann, also Dogecoin ist nicht unbedingt, ja, ich weiß nicht genau, also die ganzen Hundecoins kommen jetzt alle drauf, weil Hunde sind eigentlich sympathisch, und ich weiß nicht genau, was ich da drüber halten soll, oder? Also ihr müsst einfach immer so selber eure Due Diligence machen. Das ist, wir dann, also ich habe gehört, dass einer mit, glaube ich, 17 Dollar in Shibu Inu Tokens irgendwie, glaube ich, 6 Milliarden Gewinn gemacht hat, ob jetzt das stimmt oder nicht. Also auf jeden Fall, also einer wurde sehr reich, oder? Das heißt, weiß nicht, kann das möglich sein? Das kann schon möglich sein, oder? Schau, Market Cap. Oh, das ist wirklich ein Raketen. Das ist wirklich anders. Also es ist. Oh, also wirklich. Ja, also die ganzen Hunde-Tokens kommen jetzt, glaube ich, in Mode. Also ich finde es lustig, oder? Aber ob man da Geld investieren kann, das müsst ihr selber wissen. Also ich bin jetzt nicht so ein Hund. Ich mag schon Hunde, oder? Das heißt nicht das. Aber jetzt, ob ich da mein Geld haben will, das weiß ich jetzt nicht. Okay, also ja, ich hoffe, es war ein bisschen mehr Insight. Also ich habe möglichst viel gezeigt und so, und aber das meiste ist halt in den Telegram-Gruppen, da könnt ihr selber fragen und so. Und ich finde es ein bisschen unanständig, wenn ich irgendwie persönliche Chattings reveale, oder? Das heißt, das macht man eigentlich nicht. Also wenn ich mich persönlich mit jemandem unterhalte, also dann ist das, muss ich theoretisch die Person fragen, ob ich die zum Beispiel Chatverläufe öffentlich. Also in der Regel schreibe ich eigentlich auch in den Gruppen, also nicht unbedingt PM. Also nur wenn es mich und die Person jetzt direkt betrifft, oder ich irgendein Problem, technisches Problem, schreibe ich die Person eigentlich Dings direkt an. Aber sonst schreibe ich eigentlich immer zum Beispiel den Sabta in der Gruppe an, und er antwortet eigentlich in den meisten sehr freundlich. Also wirklich Hammer. Also, und da kann man wirklich sehr viele Dings, Infos hier in Dings bekommen. In der Gruppe, oder? Und das ist die Hauptgruppe, das ist die Trading-Gruppe. Kann man so über Preisspekulation, das mögen eigentlich die Leute nicht so, wenn man zu fest auf Preisspekulation geht. Und jetzt, I wish I had kept my 1000 ads instead of selling them. Now they are $8. Ja, das war lustig. Und also die Zukunft voraussagen kann fast niemand, aber es ist, ja, also generell sage ich, wir bewegen uns in ein komplettes neues Feld, und es ist immer Risiko dabei, ob, ja, je mehr Infos man hat, umso eher hat man Chancen, oder? Das heißt, Chance, Risiko, also ich zum Beispiel bin jetzt auch recht in Launchpool investiert, also reden wir nicht von einer kleinen Menge, sondern der Launchpool vom Dings her ist es, also ich denke, es ist ein Gem, also
eines der 15 Top-Gems, also wenn man noch unter 50 Milliarden ist. Also wenn man da investiert, also in irgendeine von diesen Protokollen, dann hat man einen relativ hohen Upside. Und ich weiß nicht genau, welches das Beste sein wird, aber Exceed mit tolles Protokoll, Launchpool für mich. Umbrella kenne ich jetzt nicht, aber eine Kollegin hat mir das jetzt empfohlen. Polka Markets. Also irgendwie, hauptsache mal Polka im Namen, dann steigt das Ding momentan, oder? Oder Polka Mon. Also ich hoffe, es hat euch geholfen. Also ich glaube, es ist nicht so organisiert. Und sonst könnt ihr Fragen stellen. Und dann versuche ich möglichst viel zu beantworten. Also